Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben heute ein spezielles Video. Und zwar ist Marc heute bei uns. Ja. Schön, dass du hier bist. Gerne. Wir haben gerade auch schon ein Video aufgenommen bei Marc auf dem Kanal. Wird vielleicht auch in Zukunft nochmal was kommen. Also wir haben ein paar Sachen auf jeden Fall vor. Nicht wird, sondern du hast versprochen, dass du dein Marc, dass wir Schafe-Essen machen. Da gibt es keine Excel mehr. Also das wird auf jeden Fall was kommen. Check gerne sein Video aus. Sehr cool, dass er hier ist. Und wir haben uns heute was überlegt. Und zwar bewertet Marc meine Parfümsammlung. Das glaubt man gar nicht, aber Parfüms ist in dieser jungen Zielgruppe echt ein großes Thema geworden, habe ich das Gefühl. Alle Leute, die fragen mich, Eli, welchen Duft benutzt du, wie ist das, mischst du das, wie viele Sprühe hat die ganze Aktion. Also ist echt sehr, sehr, sehr populär geworden und du wirst es ja wissen, was gute Parfüms sind und was nicht. Wenn ich den Leuten sage, hör mal zu, das ist gut, ja, sagen sie vielleicht ja. Also ich will auch, dass du echt ehrlich bist, ne? Ja, also ich freu mich doch, weil es gibt viele Sachen zum Beispiel, die ich auch selber, die Louis Vuitton Düfte, da hast du jetzt auch ein paar andere außer Ombre Nomade, finde ich cool und ich habe schon auch ein paar Sachen gesehen, das erweckt Jugenderinnerungen. Yeah. Boss Bottled und so. Boah. Ja. Du hast schon hier eine gute Sammlung aufgestellt. Also hier ist auch was so teurere Parfüms, aber auch günstigere Parfüms. Ne? Ist für jeden was dabei. Aber Parfüm so, ich meine, ist schon viel. Wie kommst du drauf? Ich habe mich schon immer so für Parfüms interessiert. Meine Mama ist sehr, sehr drin, so in Parfüms, muss man sagen. Und ich finde es immer echt wichtig, gut zu riechen. Meine persönliche Meinung. Das wirkt auf den Menschen. Du wirkst auf den Menschen ganz anders, wenn du gut riechst, finde ich persönlich. Richtig, ja. Deswegen fand ich das immer schon cool und habe mich auch schon durchgetestet durch ein paar Dinger. Wir haben auch selber ein Parfüm rausgebracht. Das ist auch schon ausverkauft. Das kam sehr gut an. Mhm. Habe ich leider nicht hier. Das ist bei meinem Bruder im Auto. Marketing-Genie. Ja, ich habe es vergessen. Das ist bei meinem Bruder im Auto. Ich habe es letztens mitgehabt beim Spielfußball und da habe ich es da gelassen. Das ist ein Bruch. Das hätte ich dir gezeigt. Ich hätte echt gerne gewusst, was du dazu gesagt hättest. Aber na gut, ich würde sagen, wir fangen an. Was ist das erste? Was ist der erste Duft? Ich würde sagen, mein Lieblingsduft. Ja. Viele sagen, das ist ein Frauenduft. Das ist aber um Meinung. Also erstmal, pass mal auf. Erstmal, bevor wir das vorwegnehmen, ne, weil die Diskussion haben wir bei uns schon durch. Es gibt Frauen-Männer-Duft, gibt's nicht. Es gibt, also erstmal, das haben wir, also die Industrie hat irgendwann gesagt, okay, wir brauchen, um besser verkaufen zu können, eine Unterscheidung zwischen Damen und Herren. Vorher, früher gab es sowas gar nicht. Lilie oder dies und das, da sagt man, es ist eher feminine Noten, aber generell tragt das, was ihr wollt. Es gibt sowas nicht. Lasst euch da nichts erzählen. Und in dieser Preisklasse sind sowieso alle Unisex. Ne? Ja, ist halt, Baccarat Rouge ist so diese Duft-DNA, die oft auch kopiert worden ist. Ist ein sehr verführerischer, süßer, warmer Holzduft. Mhm. Der Duft ist wirklich groundbreaking, aber das Ding ist durch, weißt du? Ich muss sagen, pass auf, es ist so wie Creed Aventus, toller Duft und so, boah, aber damit kannst du keinen mehr hinterher hervorlocken. Viele haben den, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt aber auch einen anderen, so einen, ich weiß nicht ganz genau, wie der heißt, und da ist die Flasche nicht rot, sondern weiß. Also falls ihr euch trotzdem Baccarat Rouge holt, dann würde ich darauf anspielen, holt euch das Rote, das ist besser, also in der roten Flasche. Aber ich muss wirklich sagen, also es ist ein super Duft-DNA, aber dadurch, dass man das so oft und so viel riecht, ist es ein bisschen durch. Man muss jetzt wieder ein paar Jahre warten, bis sich das abkühlt und dann kann man mal wieder anfangen. Aber guter Duft generell, aber teuer. Ja, ist leider sehr teuer. Also, wie teuer ist die Flasche? Die kostet 600 Euro die Flasche. Mashallah, läuft bei dir. Also 200 Milliliter ist wirklich sehr, sehr teuer. Gut, dann kommen wir aber zu meinem Lieblingsduft, einer meiner Lieblingsdüfte, der vielleicht nicht... Ist Armani? Das ist Armani. Strong, okay, krass. Stronger with you. Okay. Kennst du den? Jetzt, nee, kenn ich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Der kostet, glaube ich, ich weiß nicht. Ist ein guter? Ist wirklich ein guter. Ui, oh, erinnert mich direkt an einen Kilian-Duft. So ein bisschen so straight, das heißt, glaube ich, straight to heaven. Hat eine Whisky-Note mit drin, kann das sein? Ist Whisky drin? So Busi riecht der, krasse Dufte. Mhm. Nicht schlecht. Der ist gut, ne? Also gute Dufte, besonders für den Preis. Was kostet? Ich glaube, die Flasche hat, glaube ich, 70 gekostet, 60, 70. Nicht schlecht. Mhm. Ist natürlich, muss man Haltbarkeit überprüfen, aber finde ich gut. Also den würde ich zum Beispiel einsetzen abends. Ja, der ist super. Ist so verführbar, aber hat einen starken Charakter auch. Mhm. Gut, dann kommen wir zu einer super Kombi, meiner Meinung nach. Diese beiden, die sind beide einzeln sehr gut. Du bist schon so im Layering, die nächste Stufe. Die sind beide im Einzel sehr gut, aber meiner Meinung nach zusammen, die Kombi habe ich noch nie gerochen, jetzt kommt's. Soll ich einzeln erstmal machen? Nee, machen wir zusammen. Ich finde einzeln kenne ich schon. Einzel, was sagst du einzeln zu denen? Auch gute Dufte sind mir nur zu teuer. Also ich finde Preis-Leistung für Duftölanteil ein bisschen zu teuer. Aber Duft-DNA ist gut. Ich finde, also die Kombi ist sehr, sehr gut.
Finde ich gut. Boah, das muss ich aber. Du musst ehrlich sein, ne? Nee, also, die Kombi. Heftige Kombi. Was hast du jetzt damit gemacht? Was war's? Das ist Oud Wood. Oud Wood. Alter, ja. Oud Wood mit Cherry. Ist super. Weil wir haben einen Duft bei uns, der auch eine extreme dunkle Kirschnote hat. Und ich finde, da habe ich so neu für mich entdeckt irgendwie als süße Duftvariante. Mit Oud Wood zusammen, mit diesem holzigen drin. Mega Duft. Sind halt leider sehr teuer, ne? Du hast schon recht, so die Tom Ford Düfte sind halt wirklich leider. Und ich finde, wenn man es von damals noch kennt, der hat der Ölanteil sich schon reduziert. Fucking Fabulous. Ja, kennen sehr viele, glaube ich, auch. Ne? Ja. Also. Ursprünglich die Duft-DNA, wenn man zurückgeht in die Anfänge der Parfümindustrie, war immer dieses Lavendel, war ein sehr männliches Duft-DNA, haben viele Männer damals getragen und dann ist es irgendwie aus der Mode rausgegangen. Es ist eine einzigartige Duft-DNA, man findet sie auch nach wie vor nicht, also es wurde jetzt nicht wirklich kopiert, diese Lavendelnote. Ich fand es ganz cool am Anfang, ich habe ihn auch, aber ich verwende ihn kaum noch. Also ich wüsste nicht, ich trage ihn selten. Ist aber auch jugendlich, finde ich, das ist ein jugendlicher Duft, meiner Meinung nach. Wir kommen jetzt hier zu Armani, Armani Code. Armani Code. Kennst du den? Nee. Lustige Geschichte dazu, ich hatte mein Placement mit Armani. Okay. Ich bekomme kein Geld jetzt dafür, ne? Und ich finde das wirklich sehr, sehr geil. Also gibt generell so ein Parfüms, hatte schon generell ein paar Placements und das ist wirklich ein cooler Duft, finde ich. Ja, ist halt so ein klassischer, frischer Duft, finde ich so. Genau, also das ist, glaube ich, für jeden, der so anfängt ja. Und dann so ein bisschen sich mal was gönnen möchte und halt einfach so in diese Welt einsteigt. Wir haben hier so ein paar frische, zitrische Noten. Das ist sehr frisch, das riecht sehr frisch. Siehst du, nach dem Duschen? Ja, nach dem Duschen drauf, geil. Easy going. Mhm. Ja, ist auch die Eau de Parfum-Variante, habe ich gerade gesehen. Ist ein sehr unkomplizierter Duft für jetzt den Advanced. Würde ich sagen, nicht, aber ja. Meine Frage an dich, zeig mir erstmal die Flasche. Ah, okay, hast du schon einmal benutzt, okay? Ich habe schon benutzt. Ja, ich weiß, aber da ist jetzt noch nicht viel draus, ne? Also da nee, weil du auch einen Sprüher von dem, dann riechst du erstmal eine Woche danach. Also das ist krass. Also deine Düfte, ich habe noch einen von ihm hier. Das ist schon heftig bei deinen Düften. Also es gibt ein Kompliment und ein Nicht-Kompliment dafür. Du kannst diese Düfte, also besonders den hier meiner Meinung nach, kannst du nicht überall tragen. Das ist sehr gezielt. Du musst da aufpassen, wo du den trägst, weil das ist zu aggressiv teilweise. Ja. Aber wenn du so riechen möchtest, dann ist das super. Also du wirst mit dieser Flasche, wenn du das machst, du wirst dein halbes Leben auskommen, wirklich. Ihr riecht danach, also es ist kein Joke, meine Klamotten haben 5-6 Tage danach, also mindestens 5-6-7 Tage danach gerochen. Ich war duschen und ich habe immer noch ein bisschen danach gerochen. Ja. Ist schon krass, also ihr macht da schon, das ist schon super, aber manchmal will man halt nicht immer danach riechen. Die Sache ist auch, das ist halt manchmal für, also das sind ja auch Phasen. Ich habe mit Parfum angefangen, habe was rausgebracht und das war unser drittes Parfum. Und am Ende... Aber riechst du? Du riechst gut. Riech gut, aber es ist schon, muss ich auch sagen, ist manchmal auch einfach zu krass. Intensiv, also ja. Ist manchmal auch zu stark. Es ist ein schöner Safranduft. Ist in den Kommentaren bei Parfumo, wo es eine Bewertung gab, waren die meisten auch ein bisschen überfordert, weil er halt zu intensiv ist und mehr für den arabischen Raum. Ne? Guck mal, wir können ja den nächsten arabischen Duft dann teilweise. Dann machen wir danach weiter. Asim Al-Qasim, da haben wir beim letzten Mal auch getroffen. Da wird noch ein neues Video folgen. Einer wirklich, der sich richtig Gedanken drum macht. Und es wundert mich, dass du hier Rahabe hast. Weil normalerweise wird gerade zu dir eher Salam passen. Findest du? Ja. Also das kenne ich nicht, aber ich finde den sehr cool. Kennen auch, also ist nicht so bekannt. Super Nische. Ja, ist nicht so bekannt hier. Aber Flasche, alles total. Ja, ja, ist wirklich so sehr, sehr cool. Und für die Leute, die mal was Neues ausprobieren wollen, falls ihr den nicht kennt, super. Also sehr orientalisch, finde ich. Das Problem, die Leute würden es nur wissen, die Sache ist, wenn es verfügbar ist, verfügbar. Wenn es ausverkauft ist, dann könnt ihr ein halbes Jahr warten. Toller Duft, fängt ein bisschen udig auch an und so. Sehr, sehr interessant. Mhm. Kennen auch nicht so viele. Wenn ich den auf habe, bekomme ich auch echt oft Komplimente. Wir kommen mal wieder, ist aber auch sehr teuer, ich glaube 300 oder so. Ne? Dann kommen wir wieder mal zu einem günstigeren Duft. Hugo Boss Bottled. Der gibt's, ich weiß nicht, wie lange es den schon gibt, ne? Aber das ist wirklich... Als ich 15, 16 war, habe ich den Duft schon getragen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr, kenne ich ihn, also habe ich nicht mehr meine geworfen. Freundin hat mir den geschenkt. Ja? Ja. Ich sag euch eine Sache, ne? Die Duft-DNA von dem Duft ist, da hat sich Boss schon was gewagt. Damals, das war andere Zeit, ist ein krasser Duft. Also schon eigenständig. Ja, ist auch ein super Einsteiger-Parfüm, ne? Also finde ich aber besser als Armani, muss ich leider sagen. Ja, aber ja. Vielleicht verbinde ich auch nur was anderes damit, Opa. Ich sag auch, das ist besser als Armani. Ja, okay. Aber wenn du mal was, du willst halt nicht immer danach riechen, vielleicht. Generell, es verstehen noch nicht so viele, warum hast du denn so viele Parfüms? Ja, perfekt. Warum hast du denn so viele Parfüms? So verschiedene Parfüms? Es reicht auch ein oder zwei. Aber manchmal, du hast willst halt abhängig gewisse von Situationen. Genau, ne? Du willst zu dem Termin so riechen. Aber wenn ich so ein
Abendessen habe, dann geht da, also mit einer Dame oder so, dann geht mal hier die intensiveren. Weißt du, was ich meine? Wir kommen mal zu den Louis-Düften. Louis Vuitton-Düften. Das ist auch ein Vermögen, ja. Ja, die Louis Vuitton-Düfte sind leider auch sehr teuer. Ich glaube, da kostet eine Flasche 320, glaube ich. Die sind hier wahrscheinlich der bekannteste Duft und der beliebteste. Ja. Meiner Meinung nach. Overrated. Hast du gesagt? Okay. Jeder sagt, was riecht so wie Ombre Nomade, gib mir was anderes als Ombre Nomade. Hör mal, was ist mit diesem Duft? Ja? Nur wegen Amar habe ich mir diesen Duft geholt. Okay. Weil er mir, der ist gut. Ja, der ist aber gut. Die Leute übertreiben. Ist ein guter Duft, ist aber auch sehr stark. Ein trockener Oud-Duft. Also man hat hier kein nicht so sehr animalisches Oud, aber es ist schon ein sehr oudiger Duft. Louis Vuitton hat mit Sicherheit ein starkes Parfum-Department. Aber genauso wie ich jetzt bei Schuhen oder Dings, ich versuche immer die DNA der Marke zu kaufen. Und Louis Vuitton sind nun mal Lederwaren. Ich finde dieses Flakon von denen auch echt geil, muss ich sagen. Auch wenn es nur schwarz ist, so dieses so. Ich weiß nicht, es ist so clean mit dem Goldenen und dann ist es hier auch so, es ist magnetisch. Und die anderen Flaschen da, die Farbe von der Flasche, also die Parfümfarbe sozusagen, die Flüssigkeit, das sieht schon sehr geil aus. Da habe ich jetzt keinen hier, aber wenn du die so nebeneinander, Mont hattest, so nebeneinander hast, das sieht schon sehr geil aus. Ja. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsduft von Louis Vuitton. Fleur de Lis. Ist, glaube ich, ein halbes Jahr alt oder so. Okay. Kennst du den? Nee, Blume, der, das wird wahrscheinlich Rose sein, oder? Rose oder was ist haben drinne. Wir? Rose ist drin. Ein bisschen, glaube ich. Mmh, okay. Ist mein Lieblingsduft von Louis Vuitton. Könnte man übrigens auch sagen, feminin. Ja, auf jeden Fall. Ich bin generell so, ich mag Unisex-Düfte. So dieses komplett männliche, das fällt ist mir, auch cool. Gefällt mir irgendwie, also finde ich sogar interessanter als Ombre Nomade, weil der Ombre Nomade, die Duft DNA ist easy reproduzierbar, aber die hier ist schon sehr fein abgestimmt, cooler Duft. Und hier haben wir, also das riecht original nach einer frischen Rose, meiner Meinung nach. Also das benutze ich auch sehr oft so zum Mischen. Meistens auch das hier, auch meistens mit einem Oud-Duft. Rose-Oud ist ja die Kombination aus der arabischen Welt. Riecht nach einer Rose. Auch schön. Ja, schön. Schöner Rosenduft. Ja, habe ich auch ein paar, kann man cool mit mischen. Schöner Duft. Also muss man sich aber auch trauen. Ja, also das also ist jetzt alleine den Duft, das ist es, glaube ich, nicht, um ehrlich zu sein. Aber wenn du so diesen leichten Touch so von einer Rose, finde ich ganz geil. Also ich glaube, die Zuschauer wären jetzt nicht in der Lage, die meisten das zu tragen, weil die waren, sagen wir, ein Rose-Duft. Nee, also nur das hier holen, alleine würde ich euch auch nicht empfehlen. Also ja. Ich benutze ihn immer nur so zum bisschen Mixen, sagen wir es mal so. Jetzt kommen wir hier zu einem sehr, sehr beliebten Duft. Das ist der Lieblingsduft meiner Freundin. Ja. Und ich benutze ihn aber auch die ganze Zeit. Also es ist halt so, ist ein Sommerduft, finde ich. Meistverkaufter Duft überhaupt. Ja? Also also neben Naxos ist Erbapura das Fruchtbouquet. Ja. Du hast hier ganz viele Früchte drin. Super. Ich finde auch Preis-Leistung super. Ich glaube 130 kostet die Flasche hier. Die hier kostet, also das ist die kleine Flasche, die kleine. Ich glaube 150 oder so. Ja, so irgendwie sowas. Preis-Leistung super, ihr riecht echt lange danach. Das ist ja auch immer so, ich hole mir doch kein Parfüm für 130 Euro. Ich hole mir eins für 20 so. Ja. Dann sprühst du das drauf, du riechst 20 Minuten danach. Und dann, das lohnt sich nicht. Dann ist kein Placement oder sowas. Ne? Also wenn ihr euch so ein Ding holt, dann habt ihr viel mehr davon. 100%. Also auch das Geld ist einfach besser angelegt, finde ich persönlich. Ja, hier wieder zum Beispiel bei dem Duft, meine Frau trägt den. Den hier? Ja. Wirklich? Ja, ja. Hat mir meine Mama zum Geburtstag geschenkt. Ist es ein zutiefst männlicher Duft? Ich möchte damit nur sagen, ich, als Frau kann man auch Leder und solche Düfte tragen. Und das ist natürlich jetzt von der Außenwirkung her sehr tough, ne? Müsst ihr euch vorstellen, ja, wenn eine Frau so ein Leder, Ombre Leather trägt. Cool. Ist eine Abwandlung von Tuscan Leather im Übrigen. Ne? Leder ist eine künstliche Duftnote, die erzeugt wird. Man kann jetzt aus Leder nichts rausholen. Mhm. Gefällt mir immer, wenn ich sie in den Tag. Trockener Duft. Gehört in jede Duftbibliothek. Leder. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was du zu den Düften hier sagst. Montal. Montal ist in Deutschland, habe ich das Gefühl, also immer wenn ich das so gezeigt habe oder mit Leuten darüber rede, ist auch nicht so, dass sie die Düfte, also ist nicht so krass, ist bekannt, aber nicht so extrem doll bekannt, finde ich persönlich. Und immer wenn ich darüber rede, wissen viele nicht mal ganz genau, was das ist, finde ich gute Düfte. Ich glaube, so eine Flasche kostet 110, 120, ja, sowas ja, in der Art. Ich habe einen Vanillenduft und einmal auch wieder so einen arabischen, ja, orientalischen Duft. Also ich kenne die Marke, es war mein erster Nischenduft damals. Vater hatte den, habe ich den mitgenommen. Ich mix die immer. Soll ich mal mixen? Mix direkt? Mix mal. Es ist halt wirklich, riecht original nach einer Vanille. Man muss bei diesen Düften wissen, dass es halt synthetische Parfums sind, was jetzt nichts Schlimmes bedeutet. Es sind halt jetzt nicht wie bei Xetroff natürliche Essenzen drin, wobei, ne, also, und darum kriegen die auch so einen guten Preis hin. Und sie sind in dem Bereich schon auch ein
guter Marktführer, muss ich sagen. Aber auch das ist schon eine Wucht. Schon ein sehr opulenter Duft. Sehr intensiv, ne? Kannst du auch nicht überall. Das ist so ein Abendduft für den Club. Genau, kannst du nicht überall tragen. Musst du aufpassen, dass du das damit auch nicht übertreibst. Gehst du eigentlich abends weg oder so? Oder? Nee, ich streame eigentlich die ganze Zeit. Ja. Also eigentlich war unnötig, aber tagsüber bin ich halt sehr viel unterwegs, aber abends ab und zu mal, aber ich streame meiste Zeit, wissen die Zuschauer auch. Okay. Bin nicht so der Partyboy. Wir sind auch fast fertig. Sehe ich gerade. Zeig mir mal den größten Failures. Was war das? Ich bin jetzt gespannt. Das ist der größte. Also, ist nicht schlecht, ist so ein Lederduft halt, ne? Aber ich habe ihn auch gefragt, ob er ihn kennt. Vorher schon, er kannte ihn nicht. Da habe ich mich so abziehen. Also, der hat 400 Euro gekostet. Guckt es euch an, ich habe das kaum benutzt. Das habe ich aus Mykonos damals geholt. Wie heißt denn die Marke? Ten. Ich frage mich, die Frau meinte, das ist so eine Special Edition, gibt es nicht so oft und weiß ich das nicht. Hast du gesagt, okay. Und ich fand den cool. Okay, okay. Ich war mit Winnie und Sydney sogar. Wir haben uns alle drei diesen Duft geholt. Keine Ahnung, vielleicht war es, weil wir ein bisschen gut gelaunt waren, sagen wir es mal so. Wir haben da, das war echt ein Fehlkauf, muss ich sagen. 400 Euro. Und du nimmst sie nicht? Kaum. Ist halt richtig. Oh, okay. Ist sehr doll. Oh. Ist ledrig. Ne? Aber ich finde, wenn ich mir so einen. Weißt du, wozu der. Weißt du, wann du den trägst? Wann? Wenn du jetzt im Winter. Winter, wollte ich auch sagen. Wenn du im Winter draußen bist mit dickem Pullover. Ja, so aber vom Kamin. Dann nehme ich lieber den. Oder ich nehme auch lieber den hier. Oder. Weißt du, der ist so. Der ist schon auch ein bisschen. Der ist schon ein bisschen älter auch von der Duft-DNA. Der ist heavy. Wenn ich zum Beispiel jetzt Tweed oder so ein dickes Sakko anhätte, würde ich den nehmen. Ah, der ist schon, den kannst du auf jeden Fall, der ist nicht universell einsetzbar. Nee. Dann kommen wir jetzt zu einem eine absolute Weiterempfehlung für euch da draußen auch, weil der ist D&G. Nicht ganz so teuer. Ich glaube, das sind 200 Milliliter, die haben, also 100 Milliliter kosten, glaube ich, 80, 90 Euro. Ja. Bin nicht ganz sicher, aber so ungefähr ist es da. Dolce & Gabbana The One. Mit mein Lieblingsparfüm von allen hier. Nicht? Das ist so, gute Parfüms müssen ja nicht unbedingt teuer sein. Das ist einer meiner Lieblingsdüfte, besonders Preis-Leistung. Hab mir eine neue Flasche geholt, ich hatte das schon mal 200 Milliliter leer gemacht. War mein Main-Duft. Dior Sauvage ist hier übrigens nicht drin. Dior Sauvage kann ich überhaupt nicht mehr riechen. Guter Duft, muss man sagen. Dolce & Gabbana hat da wirklich einen rausgehauen. Und nach wie vor, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der ist, aber der hat sich schon ewig gehalten. Finde ich cool, finde ich cool. Easy Going kann man immer tragen, mittags, abends und so. Super Duft, ja, kann man nicht sagen. Empfehlung. Versace Eros, ich habe das Eau de Toilette genommen. Ja. Enttäuschung. Echt? Hör auf! Ich wollte gerade sagen, ihr könnt sagen, Versace billig und dies und das, aber man muss sagen, dieser Duft hier riecht gut. Ist gut. Ist jetzt nicht. Weißt du, was das Problem war? Ich habe mich von anderen Leuten beeinflussen lassen. Ich dachte, ich hole mir diesen Duft und dachte, es ist halt der Duft. Weißt du, es ist ein gutes Parfüm, aber für mich persönlich war es eine Enttäuschung. Ich hätte viel mehr erwartet. Das war so im Hype, ich benutze das kaum. Das ist so, weißt du, wer sich sowas holt, wenn du jetzt 16, 17, 18 bist? Ja. So machst du erstmal einen auf Welle, weißt du, abends Versace drauf. Das kann sein. Das ist so der Duft dafür. Das stimmt. Da bist du darüber hinaus. Weißt du, was du machen kannst? Guck mal, wenn du jetzt wirklich, wenn du es nicht mehr benutzt, verschenkst an die Community. Die Leute freuen sich brutal. Ja? Bei mir im Chat, Parfum verschenken ist das Ding. Weißt du was? Wir verlosen wirklich hier mal ein paar Düfte. Das ist auf jeden Fall, kommt immer an. Du, ja. Parfum verlosen ist immer mega. Dann verlosen wir ein paar Düfte. Einfach irgendeinen netten Kommentar in die Kommentare reinschreiben, Abonnent sein und dann machen wir das. Cool. Das. Ja. Wir sind auch fast fertig. Ich glaube, es fehlen noch 3, 4 Düfte. Der hier, Guisada Ambassador. Aha. Kennen auch viele. Ich glaube, es ist nicht so deine Region. Ja, gucken wir mal. So ein bisschen jugendlicher, sage ich mal. Ich hatte mal mit Herbert über die Parfum-Marke gesprochen und er hat gesagt, das ist der Distributor für Sergio und die ganzen Marken. Der war jetzt, ist günstiger, als ist auch ein Duft, so jetzt nicht ganz so teuer. Finde ich, ist nur auf jeden Fall ein Duft, den man benutze ich auch ab und zu, muss ich sagen. Er hat so eine Pfeffernote drin. Ja, finde ich, im Alltag kann man den schon gut rocken, meiner Meinung nach. Ja, hätte ich jetzt bei mir den ganzen, muss ich sagen. Von allen fällt der mir jetzt ein bisschen am. Ich finde ein bisschen, also der gefällt mir jetzt am wenigsten von denen. Wirklich? Ja, tatsächlich. Okay, krass. Melina mag den an mir, also meine Freundin. Hier haben wir La Nuit de l'Homme. Wenn ich das versuche auszusprechen, ist over. Auch eins dieser Parfüms zwischen, glaube ich, 70 und 100 Euro. Ja. Die auf jeden Fall, finde ich persönlich, ihren Job machen. Ist jetzt nicht so, dass du sagst, ne, aber macht auf jeden Fall. Aber zum Beispiel den hier, den würde ich zum Beispiel auftragen für Business. Wenn ich so unterwegs bin, weißt du, möchte jetzt nicht zu sehr auffallend sein, einfach gut riechen.
La Nuit de l'Homme, super, also gut guter Duft. Hier war es ja auch so, die haben immer den Duft reformuliert. Das heißt, die haben immer wieder den neu rausgebracht, haben einen gewissen Duftinhaltsstoff verändert. Dadurch hat er, glaube ich, auch nicht gewonnen, aber... Ja. So, wir haben noch drei Düfte. Das hier ist von einem... Das wirst du nicht kennen, das ist von einem Kumpel von mir. Ja, okay. Also Willi. Kennst du Willi? Willi kenne ich. Willi, das ist von Willi, der Duft. Wir haben ja auch zusammen ein Parfüm rausgebracht. Dass du nicht dabei hast, ja. Genau, und das ist aber sozusagen... Sein eigener Duft. Genau, und du musst mir sagen, wonach er riecht, okay? Okay. Also ich finde... Als erstmal müssen wir mal bewerten, ne? Das ist ja das Wichtigste, dass der Kopf schwer ist. Und da haben wir schon mal die erste Qualifikation, ist da. Boah, kannst du noch die Düfte unterscheiden? Klar. Bei mir, du bist auch ein bisschen... Ja, ich rieche ja jeden Tag. Ne? Ich finde, er riecht wie einer dieser Düfte hier extrem doll. Und das finde ich, ist positiv. Ja, aber anders. Ja? Es geht in Fabulous Richtung. Genau. Ja. Aber du hast noch ein bisschen aggressiveren Ton mit drin. Ja, ich habe auch, also es riecht sehr doll nach Fabulous. Also aber weißt du, das entwickelt sich ein bisschen mehr seifig. Hm? Finde ich cool. Muss ich sagen, gefällt mir. Also hat er einen guten Job gemacht. Ist kein einfacher Duft. Hat er sich auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Wäre ja auch easy gewesen, hätte er irgendwas Kommerzielles genommen. Ja. Muss ich sagen, gefällt mir aber gut. Also es wirklich, es geht in die Richtung von Fabulous. Schön, schön. So, jetzt hier ein Klassiker. Aqua di Gio. Ja. Habe ich auch ewig nicht. Ich sagte, so diese Standardsachen, die jeder kennt, ich kenne die nicht. Nee? Also das ist so auch einer der... Okay. Das ist einer der Düfte, ne? Also ich weiß gar nicht, wie oft der verkauft wurde, ist glaube ich aber einer der beliebtesten auch so in so der bestimmten Zielgruppe. Muss ich sagen, holt mich jetzt nicht so krass ab. Nee? Nee. Finde ich auch gut, muss ich sagen. Macht seinen Job. So aquatische, ja, ist okay, aber es holt mich jetzt nicht so krass ab. Okay. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum letzten. Und das ist nochmal einer von dir. Ja, der ist viel kommerzieller, ne? Der ist ja ein bisschen... Warte, wie viel hast du? Ich habe den erst, ich habe den seit einer Woche erst. Ach echt? Ja, also die Pakete gehen ja zu meinem Papa, die kommen nicht hierhin. Ah, okay. Und er bringt mir die dann, oder ich hole sie ab, besser gesagt. Das habe ich jetzt seit einer Woche. Habe ich aber, muss ich sagen, das ist kein Joke, habe ich jetzt schon 2-3 Mal aufgehabt. Meine persönliche Meinung, besser als der. Das ist der meistverkaufte Duft in Deutschland jetzt von unserer Linie. Viel besser einsetzbar auch. Das riecht so orange-mäßig. Ja. Also ist wie frisch gewaschen. Genau. So, wirklich so. Ja. Ich mag diese frisch gewaschen. Du sprühst dich nach dem Duschen ein damit. Und muss sagen, auch 40% Duftölanteil. Also der Aufbau, es ist nicht einfach, Duftmoleküle zu binden. Also das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel zitrische Noten habt, dann verfliegt das sehr schnell. Und Daumen Oud zum Beispiel hat vom Querschnitt ein bisschen größere Moleküle und dann bleibt es auf der Haut. Und hier haben wir Daumen halt, sind wir auf 40% Öl gegangen. Guter Duft, ja. Ja. Das ist wirklich gut. Und blöde Chanel habe ich vergessen. Muss auch jeder. Muss auch jeder haben. Easygoing Duft. Ihr werdet immer ähnlich wie wenn man einen blauen Anzug hat oder so, wenn ihr den Duft drauf habt, werdet ihr nie negativ auffallen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ihr sagen, oh, das ist aber ein krank guter, riechender Duft, sondern der macht seinen Job. Der macht seinen Job, genau. Der macht seinen Job. Der macht seinen Job. Das war meine Parfümsammlung. Ja, sehr ausgewogen, muss ich sagen. Also wenn du mal bei uns sein solltest, ich zeig dir mal noch andere Sachen, die so ein bisschen extremer sind. Aber ich muss sagen, du hast schon. Ich glaube, das ist die größte Parfümsammlung. Ich wüsste nicht, wer jetzt... Ja, Marcel hat natürlich eine größere Sammlung in Summe, ne? Ja. Aber er benutzt davon, glaube ich, keinen. Aber du benutzt ja wirklich... Du benutzt sie ja auch. Ja. Ist schon mit Herzblut ausgesucht, muss man sagen. Danke. Dankeschön. Also wir werden auch demnächst nochmal... Also ich werde nochmal zu Marc auch fahren. Da mache ich auch einen Vlog und wird, denke ich, 1-2 sehr coole Videos kommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht gibt es hier auch eine Inspiration für viele da draußen. So, weiß ich. Also die meisten Düfte hier... Finde ich persönlich, oder alle finde ich eigentlich gut. Kannst du sagen, welchen du am besten findest? Also am besten muss ich sagen, Preis, also heute hat mir am besten gefallen von der, also in der Mischung, die Sherry und Woodwood. Ja. In der Kombi hat mir super gut gefallen, einfach weil es mir was Neues gezeigt hat, was ich auf jeden Fall mitnehmen kann. Und sonst muss ich sagen, wenn ich mir einen Duft aussuchen muss, nee, wirklich, jetzt ohne Spaß. Ja? Ich muss wirklich sagen, weil mich hat's immer gestört bei Fabulous, dass das dann zu soft endet. Und du hast hier schon nochmal eine andere Entwicklung. Siehst du, ja, es gefällt mir am besten. Ist auch nicht so teuer. Ich glaube, der kostet 60? 60 Euro. 60, 70? Sowas? Alter, 60 Euro, Mann, da bekommst du bei mir nichts für. Nee. Also, schon da kriegst du ein paar Nüsse bei dir für 60 Euro. Also, Willi, da hast du aber einen rausgeholt. Für einen 60er kann man sich ihn ziehen, ne? Ja, also so generell so, ne? Ist schon gut. Ist wirklich gut. Also die Leute, es ist immer schwierig. Die denken dann immer, man sagt es, weil es der Kumpel ist, aber ich finde es halt wirklich gut. Nee, ist gut. Vielleicht hat ihr irgendjemand Inspiration, könnt ihr gerne mal abchecken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, checkt das Video bei Marc ab und in Zukunft wird bestimmt noch mehr kommen. Ciao.